Hallo Messerfreunde, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, zwei wunderschöne Kunstwerke von Pierre Thomas aus der Atelier Audet anzuschauen. Sein Modell Le Passenger in einer wunderbaren Luxusausführung mit blauem Mammut, sehr selten, Timaskus. Die Uhr, die er immer hier darstellt, ist diesmal aus gebaut aus zwei Pins aus Silber und einem Pin aus Gold. Wir haben sogar eine Rückenfeder. Das ist der neue Fafnir Damastil aus Schweden, der noch so ein schöner blauer Mokume Backspacer Abschluss. Und hier natürlich dieses wunderbare, schöne neue Fafnir Damastil Damastmuster. Wahnsinn, ne? Drunter hochglanzpoliert. In Verbindung mit diesem goldenen Mittelstück hier. Mokume, Damaskus, blauer Mammut und Damastil. Wahnsinn. Hier eine Version aus grün-gelb eingefärbter Pappe. Mit einer Scheibe hier aus Perlmutt drunter und goldplatinierten Schrauben. Und hier auch was ganz Feines hier, mikrobearbeitete Liner und hier dieses, tja, gegroovte Flintstone-Design auf dem Backspacer und auf dem Klinkenrücken. Oh, hört ihr die Feder, wie die schön einrastet? Durchgehendes Design auf Rückenfeder und Klinge. Wunderschönes Modell. Wer auf Grün steht, kommt hier natürlich voll auf seine Kosten. Die unglaublich vielen Maserungen, Schattierungen hier im Holz. Wunderbar. Hochglanzpolierter Abschluss hier noch. Ja. Zwei tolle Modelle aus dem Hause Atelier Audet von Pierre Thomas, ein wahrer Künstler seines Fachs. Ab sofort im Shop von TFG, aber wahrscheinlich nicht mehr so lange. Also Freunde, wartet nicht so lange. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.